Der WM-Prolog nähert sich dem Ende. Bis zum Donnerstag fallen in Russland die letzten Entscheidungen in den Gruppenspielen und die Fans auf der ganzen Welt dürfen sich auf noch mehr Spannung, Drama und pure Ekstase in der K.O.-Phase freuen. Dort will auch der Gastgeber seinem Sommermärchen weitere Kapitel hinzufügen. Durch die Niederlage gegen Uruguay zieht Russland zwar nur als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein, doch dort soll die Party wieder Fahrt aufnehmen. Eine große Party feierten auch Fans von Lionel Messi am Sonntag auf der ganzen Welt, als der Superstar 31 Jahre alt wurde. Doch am Dienstag droht schon das böse Erwachen. Gegen Nigeria hilft Argentinien nur ein Sieg. Ansonsten endet die WM für den Vize-Weltmeister bereits nach der Gruppenphase. Ganz anders die Stimmung bei den Engländern, denn die haben Harry Kane. Und der trifft bislang, wie er will. Das Zwischenresultat der Three Lions, 2 Spiele, 2 Siege, 8 Tore, 5 alleine vom Stürmerstar. Am Donnerstag kommt es zum Showdown gegen die ebenfalls makellosen Belgier um den Gruppensieg. Auf den darf auch der Weltmeister noch hoffen. Dank des dramatischen Last-Minute-Treffers von Toni Kroos im Spiel gegen Schweden hat Deutschland eine historische Blamage vorerst verhindert. Im Duell mit Südkorea hat die DFB-Auswahl das Weiterkommen wieder in der eigenen Hand.